So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Days Gone. Ah, ich habe jetzt noch genau 2 Missionen in meinem Story Mission Questbook, was auch immer. Und das ist einmal diese Nero-Station, aber da ist ja die Horde. Und da will ich jetzt nicht hin. Also da will ich wirklich nicht hin. Und dann Story Mission. Es ist hier nicht sicher oder so hieß es. Da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir hin. Erstmal schön Kräuter sammeln. Hier ist irgendwo ein Kraut. Ein Kraut? Wo ist das Kraut? Wo ist es denn? Ah, hier. Ein Pfeilkraut. Okay. Gut. Es ist Tag. Ich fühle mich sicher. Wo ist mein Bike? Ich habe immer noch zu wenig Ausdauer. Immer noch zu wenig Ausdauer. Es ist schlimm. Da steht's. Mein Bikey. So. Ich muss gar nicht wenden, das ist schon mal gut. Na, ja, hier kann man noch was sammeln. Ach, ich finde es so doof, dass... Oh. Mist, das war nix. Ganze Herde, ja. Bam. Na, vielleicht schaffe ich es. Oh, ich glaube, das ist verletzt. Oh, okay. Ja gut, wenn es mal stehen bleiben würde, könnte ich vielleicht... Na gut, vielleicht verreckt es ja in der Zwischenzeit hier irgendwo. Hier war da noch was. Ein Hirsch läuft vorbei. Nicht gerade schlau. Nö, nicht gerade schlau. Aber ich guck mal. Ob er leicht gestorben ist. Ich glaube, der ist weg. Shit. So ein großer Hirsch wäre natürlich auch ganz geil, ne? Soll ich jetzt auf Hirschjagd gehen? Aber eigentlich bräuchte ich auch schon das Fleisch, ne? Das Fleisch wäre schon wichtig. Wenn ich jetzt da runter springe, bin ich am Arsch. Ich hab's gewusst. Oh Mann. Ah, so viel zum Thema. Es war doch jetzt wirklich nicht hoch. Außerdem ist er ins Wasser gefallen. Ja, das muss man auch mal bedenken. Also der Deacon, der hält ja gar nichts aus. Aber gar nichts. Na gut, wenigstens komme ich hier draußen raus. Aber... Oh. Nö, dann nehme ich den Basie. Basie. Hey, ich hab gedacht, du wirst am Arsch. Sehr schön. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Na gut, dann nehmen wir halt Wolfsfleisch. Das kann ich verkaufen. Hirsch wäre natürlich bestimmt besser. Aber die sind jetzt leider weg. Gut, scheiß drauf. Scheiß auf den Hirsch. Hier werden mir noch Beeren angezeigt. Ach, hier vorne.
knochig. Mehr Beute. Okay. Ups. Na gut, scheiß drauf. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Baum. Ein Baum, man glaubt es kaum. Nee, den brauche ich. Dringend. Her damit. Gib mir den Bolzen für die Armbrust. Oh, da schießt einer. Okay, okay, okay. Shit, ich muss ihn retten. Ist das einer, den ich retten kann? Hallo? Hallo? Bist du gut? Bist du böse? Who are you? Moin. Das wird schon wieder. Hey, hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Wohin? Wohin? Ich gehe. Du gehst nach Copeland. Es ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Danke. Vielen Dank. Ich dachte, ich gehe da drin drauf. Sag ihnen, es war St. John, Deacon. Die kennen mich. Einfach immer weiterlaufen. Meide die Straßen. Okay, der hat hier eine Menge erledigt. Ich nehme die Beute. Danke. Oh, da drin muss noch einer liegen. Bärenfalle. Ich weiß was Besseres. Dass man die nicht einfach ablegen kann. Dann nehme ich dann die andere. Das will ich auch nicht. Scheiß. Okay. So. Ich bin noch nicht am Ziel. Irgendwie lasse ich immer mein Bike am Arsch der Welt stehen. Okay, ich würde sagen, ich stelle es hier einfach mal ab. Muss ich über die Brücke? Ah, ich glaube, ich stelle es vorne dran, Ziel ab. Okay. Geht automatisch. Tipps und Tricks. Erweiterte Magazine kannst du beim Händler erwerben. Okay, wo versteckst du dich? Du musst hier irgendwo sein. Wasser braucht man immer. Vielleicht unten am Bach. Ich sehe mich mal um. Spuren im Schlamm. Ein Kind, eine Frau. Mist. Usa wüsste das. Das muss von ihr sein. Hier holt sie sich bestimmt ihr Wasser. Ja, du kommst jeden Tag her und holst Wasser, oder? Aber du bist vorsichtig. Du bleibst nicht lange. Kluges Mädchen. Woher weiß der denn, dass es ein Mädchen ist? Woher weiß er das denn? Das war ein bisschen doof jetzt, ne?
Na gut. Wir wollen mal nicht so kleinlich sein. Okay, wir müssen den Fußspuren folgen. Und hier einmal aufmachen. Ich kann nicht brauchen. Oh yeah. Kluges Mädchen. Sie meidet die Straße, kommt nur nachts raus. Mehr Freaker, aber es ist unauffälliger. Verdammter Ripper, von euch kommt hier keiner lebend raus! Okay. Da kommen jetzt Typen, oder was? Ja, Schrott. Wo sind die denn jetzt? Ach, ich nehme meine geliebte Armbrust. Geh schon rein. Okay, mal los. Er hat sie erwischt. Ach, da steht sie ja. Die Glatzenfrau. Was, das ist ein Sniper? Echt jetzt? Bitteschön! Haha. Okay, der kommt rein. Los, er wird frei sein. Er sucht nach dem. Na, also. Mehr Munition. Ah, shit. Das war gar nichts. Okay, der Sniper fehlt mir noch, ne? Wo ist der Sniper hin? Noch hier oben irgendwo, oder nicht? Los! Oh oh. Das wusste ich noch nicht. Ja, es ist immer Zeit für ein Schild zu lesen. Ich
kann ich um die Ecke schießen? Anscheinend nicht. Scheiße. Zack. Werden mir doch zwei Leichen angezeigt, oder nicht? Komme ich da irgendwie aufs Dach? Ah ja. Der ist tot, oder? Ja. Oh, eine Blendgranate. Okay. Die Tür haben wir aufgemacht. Bombe. Sehr nice. Ein Medipack. Ja, das ist gut. Das ist gut, da haben wir schön was gekriegt. Das gefällt mir. So, jetzt hier mal ein bisschen Story weitermachen, ne? Zack. Ach, da sind noch welche. Okay. Ich muss dem Weg folgen. Was war das? Ich habe keine Armbrust mehr, ne? Keine. Ah doch, ich habe noch drei Bolzen. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Obwohl, da ist eine Tonne. Da könnte ich ja eigentlich drauf heizen. Ich muss ihn befreien. Okay, das wird so nix. Los! Oh nein! Voll die Glatzengang her. Stirb jetzt. Gut. Rückzug? Na toll. Sind ja noch mehr. Schnapp dir das Schwein, er hat sie erwischt. Ugh!
Oh, da kommen ja immer mehr. Was soll denn der Mist? Ist ja mies. Ganz schön hartnäckig. Oh oh, Bombe. Jetzt habe ich. Du hast mich ganz bestimmt nicht. Das Haus ist zu. Wie kommt sie rein und raus? Okay, erstmal heilen. Eine Leiter. Na okay. Klar. Komm schon. Ich stell sie hier auf. Okay, Kleines. Wo steckst du? Hab keine Angst, ich tu dir nichts. Bist du allein? Ist da noch jemand bei dir? Ich warte hier auf meine Eltern. Sie sagen, ich soll nicht mit Fremden reden. Oh Mann. Okay, ist das dein Zimmer? Die sind wirklich toll. Sind das deine? Nein! Lisa. Der langsam. Gehört mir. Den habe ich fürs Turnen bekommen. Ich hätte gewinnen müssen, aber Missy King hat gemogelt. Lisa. Lisa, hörst du die Schüsse da draußen? Es ist hier nicht sicher. Ich war in der Schule. Und meine Mom rief an und sagte, ich soll nach Hause kommen, sofort. Sie würden hier auf mich warten und wir könnten zusammen los und... Ich kam her und fand eine Nachricht, dass sie mit anderen mitgegangen sind und ich wusste nicht, was ich tun soll. Also habe ich mich versteckt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Schon gut, ist gut, alles gut. Lisa, nicht weit von hier gibt es ein Camp. Und da sollte ich dich wirklich hinbringen. Da sind Leute. Da sind Leute, die ich kenne. Es ist, ehrlich gesagt, ein Arbeitslager. Und fürs Essen musst du arbeiten. Das Leben ist hart. Was? Aber du wirst wenigstens nicht hungern. Nein, meine Mom kommt nicht holen. Okay, ist das deine Mama? Du sagtest, sie kam nicht nach Hause. Stimmt's? Dann ist sie vielleicht im Camp. Mom ist im Camp? Ja, sie wartet auf dich. Ja, das... Das tut sie bestimmt. Okay. Bleib dicht bei mir. Die bewaffneten Männer. Sind die noch da draußen? Nein, die machen uns keine Probleme mehr. Hast du sie getötet? Nein. Viele Infizierte. Okay.
Also gut, was haben wir hier noch? Eine Splittergranate und einen Molotow. Ich probier's mit dem Molotow. Das war die falsche Richtung. Nein, Vorsicht! Tja, da muss ich wohl noch einen dafür draufgehen lassen. Verbrennen! The Freak! Wir sollten gehen. Isha, bleib hinter mir. Okay, wo müssen wir denn hin? Zu unserem Bike wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal schwer davon aus. Okay. Haben wir noch Bolzen? Natürlich nicht. Wie sollte es anders sein? Was zum Geier war das? Die machen hier eine Party oder was? Das sieht ja lustig aus. Wie sie miteinander reden. Sollten nicht hier sein. Wir sollten nicht hier sein. Ja, das sehe ich genauso. Aber wir sind nun mal hier. Und deswegen müssen wir das Beste draus machen. Folge mir, Kind, folge mir. Okay, was war denn das? Eine Rauchbombe. Das war doch eigentlich nicht so schlecht. Das fand ich gut. Nochmal eine. Okay, war doch ganz nice. Wie sollten wir die? Was haben wir hier noch? Attraktor. Was zum Geier ist das? Kann man das auch? Da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Dieses Kind hin schon wieder. Okay. Wäre ganz gut, wenn die sich verstecken würde. Der steht jetzt auch noch direkt an meinem Motorrad. Was soll denn die Scheiße? Wo sind die jetzt? Ach da, okay. Okay, wie soll ich den hier erledigen? Mit Feuer? Molotows?
Oh, Jesus. Ich probier's einfach. Nachladen wäre gut. Okay. Okay, er kommt. Er kommt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er mir hier reinfolgt. Richtig? Richtig. Dummer Bär. Ganz dummer Bär. So, was habe ich hier noch? Steinchen. Blendgranate. Splittergranate. Das gefällt mir. Okay, das war scheiße. Das war scheiße. Oh, oh. Ich hab ihn. Haha. Die Molotows waren gut. Die waren sehr gut. Die haben voll was gebracht. So, da oben ist noch so ein kleines Drecksviech. Na, bleib doch stehen. Sehr gut. Entziehen kann ich dann. Komm schon, steig auf. Wir müssen weg. Ich weiß nicht so recht. Komm schon, Kleine. Wir müssen weg. Ich würde gern Benzin auffüllen, wenn möglich. Okay, hier war noch Zeug rumgelegen. Nehmen wir gleich mal mit. Hier noch Zeug rum. Mir was Rotes angezeigt. Ah, okay. Okay, da kann man wahrscheinlich was explodieren lassen. Okay, war nix. Komm, Mädchen, wir gehen. Wir gehen. Das ist besser. Steig drauf, schwing dein Arsch hinne drauf auf das Sattel. Los geht's. So. Hey, wie heißt du? Deacon. Mein Name ist Deacon, ja. Lisa, wie hast du hier draußen alleine so lange überlebt? Du redest nicht viel, was? Mein Dad sammelt Steine. Wir haben hier immer zusammen nach Donnereiern gesucht. Donnereier, was ist das? Das sind Steine, aber man schneidet sie auf. Innen sind sie richtig schön. Okay, das klingt toll. Wir haben überall gesucht. Am Belknap-Krater, beim Lavastrom, am Black Crater, überall. Glaubst du erst auch im Camp? Ich weiß nicht. Scheiße, da ist jemand im Tunnel. Was? Hier, steig ab. Was machen wir jetzt? Pass auf die Schüsse, die du gehört hast. Das waren sehr böse Männer. Verstehst du das? Und ich habe kaum Munition mehr. Eine Dose.
Mhm. Dankeschön. Ja, scheiße, Mann. Scheiße. Okay, was habe ich denn hier noch? Eine Rauchbombe. Blendgranate. Den mache ich mir mal wieder flott. So. Molotow. Kann ich herstellen? Oh, das ist gut. Aber nur einen. Hm. Jetzt habe ich dich. Wie zu weit weg. Ja, dann folge mir doch, Mädchen. Hier, versteck dich irgendwo. Komm nicht raus, bis ich es sage, okay? Ja, okay. Ich sehe keinen. Okay. Oh, shit, ich hab's gar nicht gesehen. Ich muss nachladen. Ja, lauf doch weiter darum. Mach ihn fertig! Die ganze Zeit durch die Gegend! Feuer frei! Tada! Alter Schlappe her. Ein Bike? Ein Bike? Hier ist jemand. Ich geb dir gleich ein Bike. Greif ihn an! Schon, komm schon! Mach sie fertig! Okay. Wartest du einfach nur aus? Scheiße! Oh, das sind noch drei, echt jetzt. Ich renne vor! Ich hab Deckungsfeuer! Jetzt! Renn, du Arschloch! Oh, jetzt kommt noch einer. Wirklich? Ist ja mies. Oh, shit. Shit. Der mit voll weggeflogen. Echt jetzt. Oh, Mann. Zack. Mein Bike. Was zum... Bringen wir es hinter uns. Mich voll abgelenkt. Das sagt. Los, los, nimm auf Feuer! Ich nehme das mal. Schnapp dir das Schwein, er hat sie erwischt! Rückzug, gib mir Deckung! Okay, habe ich irgend noch was zum Schmeißen? Ja.
habe halt auch überhaupt einen gescheiten Muni, ne? Gar nichts. Hey, Arschloch! Wir sehen dich! Ja, das ist schön. Ich sehe euch auch. Ich bin unterwegs! Lisa? Kleines, komm schon raus, alles gut. Geschafft? Uha. Na gut, den ganzen Schissel sammle ich natürlich noch ein. Der hat noch Muni. Alles klar. Na los, steig auf. Geht es auch ein bisschen schneller, Mädchen? Das wäre ganz toll. Little girl. Alles okay? Ja, ja. Ich glaube, ich will nach Hause. Nein, Kleine, ins Camp. Weißt du noch, deine Eltern, sie... Ja, sie könnten dort sein. Okay. Okay, sie will nicht ins Camp. Das hört man deutlich raus. Sie will nach Hause. Ja, ich habe eine Frage, Lisa. Und du musst wirklich gut darüber nachdenken, okay? Hatten eure Nachbarn irgendwelche Schusswaffen? Also Pistolen, Gewehre, sowas in der Richtung? Nein, die Männer haben alles mitgenommen. Männer? Solche wie die Männer im Tunnel? Oder hatten sie Uniformen an, wie in der Armee? Wie die Armee... Aber sie waren ganz schmutzig und hatten selbstgemachte Fahnen. Die Schutz County Miliz, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. War noch jemand bei Ihnen? Frauen, Kinder? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Tommy wüsste das noch. Tommy? Tommy Strickland. Mein bester Freund. Aber er ist weg. Er ist mit seinem Dad im Versteck. Versteck? Ich... Sein Dad hat einen Atombunker gebaut und Vorräte eingelagert. Karten, Essen, Wasser, Waffen, solches Zeug halt. Okay, weißt du, wo das ist? Nein, ich sollte mitfahren, aber ich wusste, dass meine Eltern mich hier abholen kommen. Okay, so ein Bunker, wo so viele Vorräte sind, wäre nicht schlecht. Okay. Nee, gib mir meinen alten Baseballschläger wieder. Okay. Weiter geht's. So, ich hoffe, dass wir jetzt bald da sind. Wohin fahren wir eigentlich? Zu Tucker? Ich will nicht, dass sie zu Tucker geht. Tucker ist eine alte Schreckschraube. Aber wir fahren zu Tucker, so wie es aussieht. Shit. Na gut. Okay, das ist es. Wir sind da. Also bleib einfach bei mir. Okay. Na gut, dann liefern wir sie mal ab. Ich hoffe, wir kriegen eine gute Belohnung wenigstens dafür. So ein bisschen Punkte wären ganz nett. Na, wen haben wir denn hier? Mrs. Tucker. Oh mein Gott. Lisa, Schatz. Alles gut. Hier bist du sicher. Mama und Papa, alle wurden krank. Ich wusste nicht weiter. Männer kamen. Die Leute wurden krank. Schon okay. Du bist hier sicher. Das ist ein Wunder. Ein verdammtes Wunder. Wir waren Nachbarn, stimmt's, Lisa? Wir wohnten im selben Block. Ich kannte ihre Eltern. Sind sie hier, Mrs. Tucker?
Schatz, du kennst die Antwort. Nein. Sie sind nicht hier. Gehen wir rein. Wasch dich erstmal. Und iss etwas und dann suche ich dir einen Platz zum Schlafen. Nimm sie mit. Gib ihr was zu essen. Geh zu Alkai. Ich schreibe dir nachher Punkte gut. Hey, hey, hör mal, sie hat viel durchgemacht. Könnten wir es. Ich entscheide ruhiger... hier, wie. Nein, hör zu, ja? Im Ernst, nimm sie nicht so hart ran wie die anderen. Erzähl mir nicht, wie ich hier das Camp führen soll. Du willst hierher ziehen? Du willst uns vor Ort helfen? Dann kriegst du vielleicht eine Stimme. Jetzt reiß dich zusammen, Dick. Das ist wirklich eine alte Drecksschlampe. Erst ein, oh, ich war die Nachbarin. Oh, Lisa. Und dann redet es wie so ein Stück Scheiße mit ihm. Alte Bitch. Alte Bitch. Na gut, okay. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Und dann sehen wir mal im nächsten Part von Days Gone, wie es weitergeht. Und ja, ob wir die Alte hier noch irgendwann, naja, ihr wisst schon, um die Ecke bringen. Ich glaube, die ist nämlich eine ganz böse Hexe. Also, bis dahin. Bye, bye. Falls es euch gefallen hat, lasst mir einfach ein Like da. Auch über ein Abo würde ich mich tierisch freuen. Oder folgt mir einfach auf dem guten alten Twitter. Bis zum nächsten Mal, eure Sally.